3 Tage Pause. Hallo YouTube, willkommen zur neuesten Folge von Jutke Dizzy. Heute für Sie im Angebot Bada Bum, Bada Bang. Und ob Sie es nun glauben oder nicht, ganz viel von dem Apparat hier. Und los geht's. Wir haben auch gleich mal für Sie ein wunderschönes Potpourri an Bildern zusammengebastelt. Man könnte meinen, es ist die professionelle und moderne Dia-Show. Schön, dass Sie auch alle da draußen YouTube begrüßen. Das freut mich sehr. Hier kommen wir zu einem sehr interessanten Fall, der sich auf Spar abspielt. Und es sind nicht die üblichen Stellen, die man so kennt. Busstop, Rouge. Nee. Mitten. Und ich betone extra nochmal, mitten auf Camel Street. Und für Sie kommen jetzt bewegte Bilder. Schauen Sie sich mal an, was hier passiert ist. Ich kann schon die Rufe hören. Ich sag's gleich vorweg, bevor wir hier wieder in einer riesigen Endlos-Diskussion landen, ne? Es ist leider unmöglich, zwei Fälle gleichzeitig abzuarbeiten und ja, ich würde auch gerne eine Strafe aussprechen dafür, dass die Bremse nicht gehalten wurde. Sehr gerne. Geht aber leider nicht. Und am Ende des Tages müssen wir diesen Fall hier betrachten und ausschließlich diesen Fall. Ich habe keine Ahnung, was sie beide hier gemacht haben oder was sie beide machen wollten, aber der Mercedes hat den McLaren von der, den Alpine von der Straße geschoben und das ist halt causing a collision und es war Lap 1 und demnach gibt es einen auf den Deckel dafür. Nichtsdestotrotz an der Stelle möchte ich bitte extra nochmal betonen, das, was dieser junge Mann oder Dame, Fahrer hier gemacht hat und nicht die Bremse gehalten hat, ist ein absolut gigantisches, riesiges No-Go. Hier die Bremse nicht zu halten, sollten Sie nicht tun. An dieser Stelle, das kann jedem passieren, wir sind hier wieder im Rotplakettenbereich unterwegs, das heißt, das sind Rookies mit sehr wenig Rennerfahrung. Da kann man jetzt natürlich wieder komplett ausrasten mit seinen 2.000, 3.000, 4.000 Stunden Erfahrung. Man muss aber immer drüber hinwegsehen, dass wir von Anfang an nicht alle perfekt geboren werden und alle Michael Schumacher sind und immer das Richtige tun. Also, falls Ihnen sowas passieren sollte, jap, das ist ärgerlich und das ist kacke, aber treten Sie bitte die Bremse. Rücksichtnahme im Straßenverkehr auf der Rennstrecke. Causing Collision, Abschuss, rein in die Akten. Es geht um blaue Flaggen. Wir sind in Kyalami unterwegs. Und wir bewegen uns auf die beste und schönste Stelle in Kyalami, vergleichbar mit Monster Turn 1. Kyalami Turn 1. Blaue Flagge wird gewedelt und folgendes spielte sich ab. Krawall, Peter. Das hat nicht so gut funktioniert, würde ich sagen. Das hat hier an der Stelle nicht so gut funktioniert. Ich möchte extra nochmal dazu betonen, wir sind auch gerade wieder hier an der Stelle im rote Plakettenbereich unterwegs. Ich würde, also reported wurde für, ich habe blaue Flagge oder die blaue Flagge wurde ignoriert. Dieser nette Fahrer hat sich dazu geäußert und hat gesagt, ich wusste nicht, wo ich hin soll, weil hier nicht genug Platz gewesen ist. Und so gab es halt diese Geschichte hier, dass das ein bisschen geknallt hat. An dieser Stelle einen kleinen Appell an Sie alle da draußen, wenn Sie neu sind oder vielleicht selber schon ein bisschen länger auf der Strecke sind.
lassen sie sich selber genug Platz auf der Rennstrecke. Weil hier, ja, verstehe ich, ich möchte gerne die optionale, nee, nicht die optionale, sondern die optimale Linie fahren, aber wenn neben mir ein Auto ist, muss ich nicht so nah daran fahren. Weil ich provoziere ja selber diesen Unfall. Und ja, man hätte jetzt sagen können, der sollte ja oder müsste ja lupfen, damit ich vorbeikomme. Aber am Ende fahren wir alle irgendwo ein Rennen und wir müssen uns gegenseitig ein bisschen entgegenkommen und arrangieren. Das heißt, wäre man jetzt beispielsweise hier ein bisschen weiter außen gefahren, wäre dieserjenige Herr nicht unter Bedrängnis gewesen und wäre vielleicht nicht über den Curb gefahren. Hätte Fahrradkette am Ende. Das sind nur verschiedene Optionen, die man durchgehen könnte. Ändert nichts an der Tatsache, dass wir hier an dieser Stelle trotzdem eine Strafe aussprechen mit Ignoring Blue Flags, weil es danach halt die Kollision gegeben hat. Und dafür gibt es 0,6 Safety Rating. Möchte aber extra nochmal darauf hinweisen, dass der Text, der dort mitgegeben wurde, nicht einfach ein Standardtext ist, sondern mit der Erklärung, was da falsch gelaufen ist und wie man das hätte besser machen können. Sind 0,6 Safety Rating abgezogen und es gibt eine Zeitstrafe von 10 Sekunden nochmal. Und jetzt, meine Damen und Herren, kommt ein richtiger Knaller. Wir befinden uns auf der wunderschönen grünen Hölle. Man könnte fast meinen, wir sind weltlich unterwegs. Und das Schöne daran ist, eine Runde auf der grünen Hölle geht 8 Minuten. Und egal wo es knallt und es mehr als vier Autos involviert sind, gibt es Pause und einen Urlaubsschein. Nicht, dass mich das freut, aber an dieser Stelle als Fahrer lernt man dort sehr, 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 sehr viel, sich zu beherrschen. Weil 3 Tage Urlaubsschein tut weh. Aber, jetzt kommt das kleine bis mittelschwere, aber könnte es eventuell sein, dass sowas gar nicht hier passiert ist auf der grünen Hölle? Das werden wir sofort rausfinden. Ich hoffe, sie haben alle Autos gezählt. Weil es sind genau 4. Manchmal, ich bin über die Jahre als Jutke wirklich ein bisschen... Ich habe früher immer sehr harte Strafen eingefordert. Bis hin zu Einzelhaft. Nicht nur Einzelhaft, sondern Essensentzug und wirklich ganz, ganz noch härtere Strafen als das so. Schläge auf die Eichel habe ich früher auch gefordert. Aber irgendwann habe ich festgestellt... Das ist einfach nicht mehr. Rohrstockpeitsche auf die Eichel ist einfach nicht das Richtige. Und hier, ich entwickle so langsam etwas Mitgefühl. Früher hätte ich mich darüber gefreut, dass wir hier eine Pause ausgesprochen hätten von 3 Tagen. Wobei ich hier sagen muss, das ist ein Fahrfehler, der uns allen irgendwann mal passieren kann. Die Nordschleife ist nicht wirklich einfach zu fahren. Viele Dinge sind einfach nicht gut einzuschätzen in Multiclass. Es ist einfach nicht viel Platz, um auszuweichen. Man hätte jetzt rüberfahren können und dann wären noch mehr Leute gestorben. Dies, das, Ananas. Sie haben Verständnis dafür, wenn sie Nordschleife fahren. Aber am Ende ist man hier, um das Regelwerk durchzudrücken. Und das sind 4 Autos involviert in der ersten Runde. Das ist ein Krankenschein bzw. ein Pausenschein von 3 Tagen, weil Massencrash, erste Runde. Und Regeln sind nicht dazu da, dass man sie einfach mal auslegen kann, wie man möchte. Aber für den McLaren gibt es hier eine Pause, da er sich dezent, wirklich dezent vertan hat und da nicht mal irgendwie Absicht unterstellen würde, sondern... Es ist und bleibt einfach ein Unfall, den man hätte vermeiden können. Und an der Stelle würde ich Ihnen gerne mitgeben da draußen, manchmal ist weniger mehr. Gerade in Multiclass ist es so, man könnte super, super viel erreichen und ganz schnell vorbeigehen und durch die Ritze schlüpfen. Aber am Ende kommt immer Karma um die Ecke und belohnt nettes und freundliches Verhalten. Machen Sie ruhig, fahren Sie hinterher, drängelt keiner. Es kommt, wenn es kommt und es geht, wenn es geht. An dieser Stelle trotzdem... Drei Tage Pause. Richtig mit Zorn.
So, meine Damen und Herren, ich würde mich jetzt für Sie da draußen kurz in die Mittagspause verabschieden und wir sehen uns nach der Mittagspause zu einer weiteren Folge von Jutke Dizzy. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, sich dieses wunderschöne Format anzuschauen. Ich hoffe, Sie haben was gelernt. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen gelacht. Und ich hoffe, es war Ihnen heute auch kurz genug, weil in den letzten Videos wurde immer gesagt, dass die Vorgeschichten zu lang waren. Und ich das immer sehr romantisiert für Sie dargestellt habe, damit Sie ein bisschen Mitgefühl haben für die tatsächlichen Taten, die dort vergangen wurden. Und dann, ich möchte auch, dass Sie Mitgefühl mit den Tätern als auch den Opfern haben. Aber das wollten Sie nicht, machen wir also kürzer. Vielen Dank, dass Sie reingeguckt haben und ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Ciao, Kakao und bis zum Dancen.